bei meinem Partner MMOGA sind gerade alle PSN-Cards vergünstigt, also check das gerne mal ab. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Bevor es mit dem Video startet, möchte ich noch schnell die Auslosung zum 10€ PaySafeCard Giveaway machen. Ich habe ja eine 10€ PaySafeCard verlost und die kann jetzt eben einer gewinnen. Ich werde einfach durch die Kommentare scrollen und dann wird es da einen glücklichen Gewinner geben. Und dort, wo die Maus dann eben ist, der hat dann eben gewonnen. Und ich würde sagen, wir stoppen einfach in 3, 2, 1, boom. Und das ist der gute alte The Real Beast. Mach auch bei deinem Gewinnspiel mit. Also, The Real Beast, du hast gewonnen. Schreib mir bitte eine private YouTube-Nachricht. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann gib einfach oben bei der Suchleiste private YouTube-Nachricht schreiben, Tutorial ein und dann schreib mir einfach eine private Nachricht. Ich gebe dir dann den Code und dann müsste das alles geklärt sein. Und ja, Freunde, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Trading-Tipp. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute werde ich euch zeigen, in welche Spieler wir damals eben investiert haben und wie viele Coins wir jetzt Gewinn machen. Und zwar kann ich euch jetzt schon mal im Vorhinein sagen, wenn ihr investiert habt zum Team of the Year, da wo ich es eben rausgehauen habe, sage ich jetzt mal. Ich habe ja damals ein Video gemacht, yo, ihr könnt jetzt investieren und wenn ihr da investiert habt, dann habt ihr jetzt richtig gut Coins gemacht. Und zwar habe ich ja in Lacazette, in Kane und in Özil investiert. Özil ist aus irgendeinem Grund noch nicht gestiegen, aber den werde ich einfach mal hier auf der Transferliste behalten. Bis er dann gestiegen ist. Ihr seht es hier, der liegt so bei, ja, 53.000 Münzen, den habe ich für 49 gekauft, also ein bisschen ist er schon gestiegen, aber halt nicht wirklich viel. Und Kane und Lacazette, die will ich jetzt eben reinstellen und ich zeige euch schnell mal, für wie viel Coins ich die gekauft habe. Und falls ihr natürlich mehr Trading-Tipps haben wollt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und das Video zu den Heilungskarten bzw. zu den Fitnesskarten, das werde ich auch noch raushauen, also wann ihr da eure Karten verkaufen sollt, also nicht ungeduldig werden, ich werde da denke ich ein Video dazu raushauen. Also hier Lacazette für 49.000 gekauft und Harry Kane 87er Inform für 84.500 gekauft. Und bei Harry Kane schauen wir jetzt nicht auf den Transfermarkt nach, denn ich habe hier bei Footbin nachgeschaut und der ist gerade 96.000 Münzen wert und deswegen stellen wir ihn für 95.750 oder 95.500 rein, damit er dann auch schnell weggeht, sage ich mal. Also da haben wir auf jeden Fall einen richtig guten Gewinn gemacht. Das kann man schon so sagen, über 10.000 Münzen. Die EA-Gebühren muss man natürlich noch abziehen, also so circa 6.000 Münzen Gewinn mit einem einzigen Spieler, also das ist schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Und falls ihr natürlich immer wollt, dass ich euch Bescheid sage, wann ihr investieren sollt, ich kann es natürlich selber nie zu 100% wissen, aber wenn ich selbst investiere, wollt ihr dann immer ein Video sehen? Wenn ja, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Also wenn ich da immer ein Video dazu machen soll, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und ja, Lacazette eben für 49.000 Münzen gekauft. Und da gehen wir jetzt einfach mal direkt auf den Transfermarkt drauf und geben da einfach den guten alten Lacazette ein. Dann gehen wir einfach auf, ja, ich kann es euch jetzt schon sagen, auf 65.000 Münzen. 65.000 Münzen ist der gute Mann circa wert. Ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ja, obwohl, das kommt sogar ganz gut hin. 63,5, da gibt es einen gerade. Aber für 65.000 gibt es im Moment doch keinen. Der wurde dann auch direkt weggekauft. 65.500. Also für 65.500 Münzen können wir den Lacazette verkaufen. Das ist, das sind ca. 16.000 Münzen Gewinn. Da muss man natürlich die EA-Gebühren auch abrechnen. Aber das sind trotzdem noch so über, ja, so 11.000, 12.000 Münzen Gewinn. Das ist einfach unfassbar. Mit einem einzigen Spieler über 10.000 Münzen Gewinn. Also das ist schon wirklich ein nices Investment gewesen. Und ja, den stellen wir jetzt direkt rein für 65,5 als Finisher sogar, also der wird sich auch, denke ich, halbwegs schnell verkaufen und da haben wir auf jeden Fall einen tollen Gewinn gemacht. Und ja, mit Özil, da werde ich noch ein bisschen warten, also ich schaue einfach mal, ob er noch steigt, wenn nicht, dann stelle ich ihn einfach überteuert rein und warte, bis er sich verkauft. Und ja, wie gesagt, falls ihr eben dann noch auch das Video haben wollt zu den Fitnesskarten, Heilungskarten, da müsst ihr einfach nur geduldig sein, das werde ich noch raushauen. Und was es mit diesen Karten auf sich hat, in diesen ganzen französischen und italienischen Karten, da kann ich auch noch ein Video dazu machen, wenn ihr das wollt. Und ja, Freunde, dann war es mit dem Video. Checkt gerne noch den ersten Link in der Beschreibung ab. Ich werde demnächst auch noch streamen, denke ich. In den nächsten Tagen werde ich also auf jeden Fall wieder mal streamen, denke ich. Und ja, dann war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich nochmal für euren krassen Support in letzter Zeit. Und dann sage ich auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.